Herr Professor Karch, derzeit sind rund 8000 Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert. Das Robert-Koch-Institut hat heute die Risikobewertung hoch herausgegeben. Wie bewerten Sie die derzeitige Situation? Ja, ich denke, dass was wichtig ist in der Kommunikation ist, dass wir 8000 aktuell bestätigte Infektionen haben. Das bedeutet nicht zwingend, dass nur 8000 Menschen in Deutschland aktuell infiziert sind. Wir gehen davon aus, dass die Anzahl der Menschen, die jetzt aktuell eine aktive Infektion haben und gegebenenfalls noch nicht symptomatisch sind oder nur schwach symptomatisch sind und nicht positiv getestet werden, noch mal deutlich höher liegt als diese 8000 Fälle, die jetzt aktuell gemeldet wurden am 17.03.2020. Das Schwierige im Bereich der Infektionsausbreitung ist, dass die aktuell berichtete Zahl an Fällen nicht dem entspricht, was wir morgen, übermorgen oder überübermorgen sehen werden, sondern wir befinden uns aktuell in einer Phase, in der wir ganz am Anfang an der Ausbreitung einer neuen Infektionskrankheit stehen. Und in dieser Phase breitet sich diese Infektionskrankheit quasi exponentiell aus. Das heißt, dass wir einen sehr großen Anstieg von heute auf morgen und von morgen auf übermorgen in der zusätzlichen Zahl an Neuinfektionen haben werden. Dementsprechend muss man unter Berücksichtigung dessen, was in China passiert ist, was vor allen Dingen aber auch in Italien passiert ist in den letzten Wochen, sicherlich davon sprechen, dass wir aktuell in einer Situation von hohem Risiko sind für die Gesundheit der allgemeinen Bevölkerung. Was glauben Sie, wie gut ist Deutschland derzeit vorbereitet? Was aktuell in allen politischen Entscheidungsgremien sowie in den jeweiligen Krankenhäusern, in den jeweiligen öffentlichen Gesundheitseinrichtungen diskutiert wird und wo die jeweiligen Entscheidungen versuchen hinzugehen, ist, dass wir diesen Ausbruch so steuern, dass wir alle Patienten, die eine Krankenhausbetreuung bzw. eine Betreuung auf einer Intensivstation unter Beatmung benötigen, auch tatsächlich adäquat behandeln können. Und das ist aktuell der wichtige Punkt, auf den wir uns vorbereiten. Denn jetzt sind wir zwar in einer Situation, wo wir schon eine relativ hohe Fallzahl in Deutschland haben, gleichzeitig gibt es immer noch eine gewisse Zeitspanne zwischen Auftreten der Fälle und Auftreten der schweren intensivpflichtigen Fälle. Da geht man davon aus, dass zumindest ab Symptombeginn eine weitere Woche vergeht. Das heißt, das, was wir benötigen an Krankenhauskapazität, an Intensivstationskapazität, hängt ebenfalls dem, was wir an gemeldeten Fällen sehen, ein bisschen hinterher. Und da gehen aktuell alle Anstrengungen hin, einerseits das Gesundheitssystem optimal darauf vorzubereiten, was auf uns zukommt, andererseits durch die in den letzten Tagen beschlossenen politischen Maßnahmen die Infektionsausbreitung so zu verlangsamen beziehungsweise sogar eindämmen zu können, dass die Zahl der Patienten, die diese Behandlung benötigen, unser Gesundheitssystem nicht überfordert. Ist das Personal in den Krankenhäusern auf so eine Situation eingestellt oder vorbereitet? Wenn wir in eine Situation kommen, wo die Zahl der Intensivpatienten oder die Zahl der Patienten, die aufgrund einer Covid-19-Infektion intensivpflichtig und beatmungspflichtig werden, unsere Kapazität übersteigt, dann werden sicherlich die aktuell entstehenden Pläne dafür, wie zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden können, in die Tat umgesetzt. Und da bin ich jetzt als Epidemiologe nicht involviert. Ich weiß aber, dass die unterschiedlichen Krisenstäbe hier verschiedenste Maßnahmen, wie sie auch in allen anderen Ländern, die aktuell betroffen sind, diskutiert werden, diskutieren, planen und umsetzen. Ich bin tatsächlich hier der Meinung, dass wir gut vorbereitet sind darauf, was gegebenenfalls zu tun wäre. Allerdings ist all das, was wir potenziell tun können, nicht so gut wie
die Zahl der intensivpflichtigen Patienten auf einem Level zu halten, das wir schon aktuell mit dem Gesundheitssystem abfedern können. Weil selbst wenn wir zusätzliche Kapazitäten schaffen können, außerhalb der aktuell vorhandenen Betten, müssen wir diese auch mit der jeweiligen Infrastruktur versehen. Das heißt, mit Pflegerinnen und Pflegern, mit Ärztinnen und Ärzten und mit Gerätschaften, die dort eingesetzt werden müssen. Auch das ist sicherlich in der Planung berücksichtigt, aber all das ist ziemlich schwierig im Extremen umzusetzen und vor allen Dingen unvorbereitet umzusetzen, wie jetzt das in den Teilen aktuell der Fall ist. Nun sind ja sehr viele Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden, Regelungen, die einzuhalten sind. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ein bisschen zu spät gehandelt wurde. Hätte man diese Maßnahmen nicht früher ergreifen müssen? Der Zeitpunkt ist tatsächlich sehr, sehr wichtig in dieser Situation, wo wir bestimmte Maßnahmen einleiten, um das Auftreten von Infektionen zu verzögern. All das, was wir aktuell tun, führt nicht dazu, dass wir höchstwahrscheinlich im Langzeitverlauf weniger Infektionen und auch weniger schwere Infektionen in Deutschland erleben werden. Es führt nur dazu, dass wir einen Einfluss darauf haben, wann diese auftreten. Es ist extrem wichtig, das Timing dieser Maßnahmen so zu setzen, dass man bestmöglich profitiert und bestmöglich die vorhandenen Ressourcen auch einsetzen kann. Gleichzeitig haben die Maßnahmen, die man jetzt einsetzt, auf verschiedenen Ebenen Effekte. Die haben natürlich direkte Effekte, indem, sagen wir mal, durch Schließung der Schulen weniger Kontakt zwischen Schulkindern stattfindet. Die sollen aber darüber hinaus natürlich auch psychologische und soziologische Effekte haben, nämlich dass Menschen auch freiwillig über diese Zwangsmaßnahme hinaus, zum Beispiel der Schulschließung, der Schließung von bestimmten Geschäften, ihre Kontakte eindämmen. Das ist das, was wir zum Beispiel gerade auch machen, indem wir nicht mit Personennamen sprechen, sondern das über eine Videokonferenz lösen. Ist Covid-19 ansteckender als eine normale Grippe, eine normale Influenza? Ja, man muss ja so ein paar Sachen unterscheiden, die auch in der Diskussion oft durcheinander geraten. Es geht einmal tatsächlich um die Übertragungswahrscheinlichkeit, wenn eine Person selbst infiziert ist, beziehungsweise infektiös ist. Auch das ist nicht zwingend das Gleiche. Und zweitens geht in der Diskussion aktuell auch vieles um die Schwere der Erkrankung, also darum, wie wahrscheinlich jemand einen Krankenhausaufenthalt benötigt, wie wahrscheinlich jemand, der infiziert ist, daran verstirbt. Und wenn wir jetzt das Zweite einfach mal komplett zur Seite packen und uns nur damit beschäftigen, wie wahrscheinlich die Erkrankung übertragen wird von einer Person auf andere Personen, dann ist die wesentliche Maßzahl, die wir in der Infektionsepidemiologie dafür benutzen, die sogenannte Basisreproduktionszahl. Das ist ein bisschen sperriger Begriff, der aber eigentlich eine sehr einfache Aussagekraft hat, nämlich das sind die Anzahl der Personen, die im Mittel eine Person in der Zeit, in der sie infektiös ist, ansteckt. Das ist höher als für die meisten saisonalen Influenza-Varianten, bei denen man davon ausgeht, dass wir uns knapp unter 2 befinden würden. Dementsprechend ist es so, dass diese Infektion durchaus sich viel besser in Bevölkerung ausbreiten kann als die saisonale Influenza. Hinzu kommt, dass bei der saisonalen Influenza immer wieder bei unterschiedlichen Stämmen doch zumindest in geringem Maße es zu Kreuzimmunitäten kommt, sodass Menschen, die schon mal in vergangenen Jahren oder Jahrzehnten mit einem ähnlichen Influenza-Stamm infiziert waren, eine Restimmunität aufweisen können. Das ist nach heutigem Stand bei dem SARS-CoV-2 so nicht der Fall, sodass wiederum der Anteil derer, die potenziell infiziert werden können, wenn ich mit ihnen relevant Kontakt habe, auch höher ist. Also insgesamt ist die Ausbreitungsdynamik dieses Erregers deutlich, deutlich schneller als bei einer saisonalen Influenza. Wie ist zum Beispiel der Übertragungsweg über Gegenstände? Mich interessiert zum Beispiel, wie weit das Handy dazu beiträgt, dass das Virus verbreitet wird. Dazu muss man wie bei ganz vielen Sachen, die wir aktuell diskutieren, sagen, gute Evidenz liegt aktuell nicht vor. Also quasi Wissen tun wir dazu nichts. Es gibt aber durchaus erste Studien, die zeigen, dass wie auch für andere respiratorische Erreger, die über Tröpfchen als Tröpfchen übertragen werden, durchaus diese Tröpfchen, die dann
Viren beinhalten, auch auf unbelebten Oberflächen überleben. Wie lange diese Überlebenszeit ist, ob das abhängt, und das tut es wahrscheinlich, von der Art der Oberfläche, das ist aktuell nicht klar. Ein kurzzeitiges Überleben auf Oberflächen, die dafür prädestiniert sind, wie zum Beispiel Handybildschirmen, ist aber durchaus wahrscheinlich. Welche Möglichkeiten gibt es, sich vor einer Infektion zu schützen? Einmal gibt es generelle Empfehlungen dazu, wie man versucht zu verhindern, einerseits selbst sich zu infizieren, gleichzeitig in dem Zeitraum, in dem man noch nicht symptomatisch ist, die Infektion weiter zu übertragen. Ja, das ist bei diesem Virus wie bei einigen anderen Viren auch der Fall, dass man schon selbst infektiös sein kann, auch wenn man noch keine Symptome selbst hat. Und hier sind die Maßnahmen tatsächlich einerseits Basishygienemaßnahmen, das heißt, dass, und das ist auch völlig ausreichend für den Erreger, wir uns die Hände mit Seife waschen im entsprechenden Zeitraum, das heißt 20 Sekunden lang hier ein Seifenkontakt stattfindet und wir damit quasi eine Basishygienemaßnahme für unsere Hände in der Sekunde umsetzen. Das ist quasi eine Grundmaßnahme. Es gibt noch andere Grundmaßnahmen, wie zum Beispiel, dass wir versuchen oder dass wir in unsere Armbeugen niesen und husten, anstatt einfach das frei nach draußen zu husten oder in unsere Hände zu husten, was auch tatsächlich sehr schlecht ist und ebenfalls natürlich dazu führt, dass der Kontakt wieder über andere Hände und Oberflächen stattfindet. Dann gibt es die zweite Ebene, nämlich die der Verhaltensmaßnahmen fürs Individuum. Auch hier sind die üblichen Kontakteinschränkungen die Sachen, die im Mittelpunkt stehen. Das heißt, dass wir nicht anderen Leuten die Hände schütteln, zum Beispiel im aktuellen Stadium, dass wir versuchen, zwei Armlängen Abstand zu halten von anderen Menschen, dass wir versuchen, unsere Kontakte maximal so runterzufahren, dass wir nur die notwendigen Kontakte auch wirklich wahrnehmen. Und das ist dann schon die zweite Ebene, die ein bisschen übergeht in die dritte Ebene, nämlich die Frage, was können wir auf gesellschaftlicher Ebene tun? Auf gesellschaftlicher Ebene geht es einerseits darum, Risikogruppen gezielt zu schützen, andererseits auch um diesen Schutz überhaupt gewährleisten zu können, die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Infektionskrankheit zu verlangsamen und im besten Falle sogar die Infektionskrankheit eindämmen zu können. In der Population der Menschen, die über 50 bzw. über 60 Jahre alt sind oder eine relevante Vorerkrankung aufweisen, das sind im Wesentlichen kardiovaskuläre Erkrankungen, also Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, Diabetes mellitus, das sind alle Erkrankungen, die irgendwie mit der Lunge assoziiert sind und Erkrankungen, die in irgendeiner Form mit dem Immunsystem verbunden sind. Dass wir insgesamt die Kontaktrate von allen Menschen verringern. Diese Zahl, die ich vorhin genannt hatte, die Basisreproduktionszahl oder auch in R0 genannt, die wir hier in dem Kontext wahrscheinlich zwischen 2,5 und 3,5 sich befindet, die setzt sich aus bestimmten Konstanten des Erregers zusammen. Die setzt sich aber eben auch zusammen aus der Kontakthäufigkeit. Und da wir die Konstanten des Erregers nicht verändern können, ist das die einzige Stellschraube, die wir haben, um die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu verlangsamen. Und dass bei allen Infektionskrankheiten am Ende das Ziel, um die Erkrankung einzudämmen, wäre, diese Reproduktionszahl in der täglichen Anwendung, also nicht diese theoretische Basisreproduktionszahl, sondern die effektive Reproduktionszahl unter Wahrnehmung der Maßnahmen, die gerade umgesetzt werden, auf unter 1 zu drücken. Das würde bedeuten, dass eben ich, wenn ich tatsächlich jetzt aktuell infektiös wäre, weniger als eine weitere Person anstecke. Und das ist, glaube ich, relativ gut vermittelbar, dass wir dann am Ende des Tages über die Zeit hinweg die Infektionskrankheit eindämmen können. Das bedeutet aber auch andererseits, dass das nur in dem Zeitraum, in dem wir die Maßnahmen auch wirklich so umsetzen, unter 1 bleiben wird. Wenn der Erreger danach noch vorhanden ist, und davon müssen wir aktuell ausgehen, der verschwindet ja nicht einfach,
dann wird die Reproduktionszahl wieder ansteigen und wir werden wieder einen Anstieg auch in den Infektionen sehen. Wir können dann aber gegebenenfalls deutlich besser damit umgehen, weil wir in der Zwischenzeit verschiedene Infrastrukturen besser aufgebaut haben. Wir können intensiver testen, wir können früher Menschen schon in die Isolation und in Quarantäne schicken. Wir können spezifischer für die Risikopopulation, wie jetzt gerade schon stattgefunden, die Verhaltensregeln umsetzen, sodass wir insgesamt die Gesamtkrankheitslast damit verringern können. Was glauben Sie, wann steht ein Impfstoff bereit? Wenn man so ein bisschen von den bestmöglichen Abläufen ausgeht, dann sind wir aktuell in einer Situation, wie wir vielleicht noch nie in der Geschichte waren, nämlich dass wir 70 Tage nach Erstbeschreibung des Virus eine First-in-Man-Impfung Situation haben, wo gestern erstmalig in den USA eine Person einen Impfstoff in einer Phase 1-Studie gespritzt bekommen hat. Das heißt, die Impfstoffentwicklung läuft tatsächlich an unterschiedlichen Standorten, auch in Deutschland, auf Hochtouren, was dadurch begünstigt ist, dass im Rahmen der vorangegangenen Coronavirus-Ausbrüche mit SARS-1 und mit MERS diese Entwicklung intensiv gefördert wurde, sodass wir nicht bei Null begonnen haben aktuell, sondern mit guten Vorarbeiten jetzt in diese Situation reingegangen sind. Die Impfstoffe sind tatsächlich schon im Versuch, im Menschen- bzw. im Tierversuch. Das bedeutet allerdings leider nicht, dass wir morgen den Impfstoff schon zur Verfügung haben, sondern diese Impfstoffe müssen auf ihre Sicherheit, auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Und das müssen Sie in dieser Situation vielleicht nochmal in einem intensiveren in einer bestimmten Art und Weise, als wenn wir eine Infektion hätten, die eine Letalität, also eine Wahrscheinlichkeit daran zu sterben, von 50% hatte. Wir sind hier im einstelligen Prozentbereich, nach allem, was wir wissen, um die 1%. Das heißt, wie auch immer der Impfstoff aufgebaut ist, er muss am Ende zumindest gewährleisten, dass er eine deutlich höhere Sicherheit hat als die Komplikationsraten der Infektionen, die wir aktuell in dem Kontext eben sehen. Das heißt, wir würden davon ausgehen, dass wir, wenn alles sehr gut läuft, gegebenenfalls Anfang nächsten Jahres einen Impfstoff zur Verfügung hätten, der so geprüft ist, dass seine Sicherheit und Wirksamkeit belegt ist und dass er in der Allgemeinbevölkerung angewendet werden kann. China hat ja gezeigt, dann gab es sehr viel infiziert, es gab auch sehr viele Menschen, die ihr Leben verloren haben, aber es wurde gestoppt. Gibt das nicht Grund zur Hoffnung? Ja, das Problem ist halt tatsächlich, dass hier mit extremen Maßnahmen, die das öffentliche Leben quasi vollkommen lahmgelegt haben in der Region in Wuhan, es geschafft wurde, die effektive Reproduktionszahl unter 1 zu drücken. Wann immer man das schafft, hat man die Situation so unter der Kontrolle, dass die Infektion eingedämmt wird. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht wiederkommt. Deshalb schauen wir auch aktuell mit großer Spannung nach China, weil in verschiedenen Provinzen in China, aber auch in Singapur und Hongkong, die Maßnahmen gelockert wurden und alle erwarten eigentlich, dass es zu einer Art Rebound-Ausbruchssituation kommt. Also es wird nicht zu verhindern sein, dass auch dort es zu einem zweiten Ausbruch kommt, weil aktuell geschätzt die Herdenimmunität in der Bevölkerung nicht hergestellt sein kann, in keiner Weise hergestellt sein kann, weil die Zahl der Infizierten, auch wenn sie unterschätzt ist, immer noch viel, viel zu gering ist, um sowas wie Herdenimmunität hier zu implementieren. Was kommt in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zu hier in Deutschland? Es ist natürlich möglich, dass in den nächsten Wochen, ähnlich wie in anderen europäischen Ländern, diese Restriktionsmaßnahmen, die dazu beitragen sollen, unser Kontaktverhalten zu verändern, nochmals so verschärft werden, dass tatsächlich die gewünschte Einschränkung des Kontaktverhaltens auch so umgesetzt wird. Ich denke, hier liegt es aber tatsächlich an jedem Einzelnen, die aktuell vorhandenen Empfehlungen schon so umzusetzen, dass wir hier nicht in eine Situation kommen, wo weitere Maßnahmen notwendig sind. Ich denke, dass
sich die aktuellen Maßnahmen als erfolgreich etablieren können, wenn tatsächlich jeder Einzelne sie so umsetzt, wie sie gedacht sind. Was kann die GMDS als Fachgesellschaft in dieser kritischen Situation leisten? Wir sind aktuell dabei, uns innerhalb der wesentlichen Fachgesellschaften in Deutschland, der GMDS und der DGEP, der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie, so zu organisieren, dass alle Gruppen, die infektionsepidemiologisch in dem Bereich arbeiten und dazu beitragen können, die Evidenzlage zu verbessern, sich zusammenschließen, um gemeinsam einen Beitrag dazu zu leisten, dass wir diese Pandemie und die in Deutschland stattfindende Infektionsausbreitung möglichst gut meistern können. Herr Professor Karch, vielen Dank für das aufschlussreiche Interview und dann hoffen wir, dass wir alle gesund bleiben in nächster Zeit und dieses Virus überstehen. Ich danke Ihnen. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.